Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück bei der Long Dark mit mir, dem Mr. Murph. Erstmal gibt's Frühstück. Wir haben wieder nur 97%, was daran liegt, dass ich nicht genügend gegessen hatte, aber das wird uns hoffentlich nicht umbringen. Und draußen scheint es ein klein wenig windig zu sein. Es ist gerade im Sonnenaufgang. Schauen wir mal. Sonniger Sonnenaufgang, dafür, dass wir noch 13 Stunden Tageslicht übrig haben. Boah, was ist denn heute für ein Tag? Muss der schönste Tag seit langem sein. Wir haben das letzte Mal einen Wolf geschossen und da will ich mir jetzt auch mal unseren wohlverdienten Lohn holen. Nämlich sein Fleisch. Was da drüben noch rumfahren muss. Und daher wir jetzt relativ nah wieder an zu Hause sind, würde ich sagen, wir gehen auch als allererstes ganz, ganz schnell zu Hause vorbei. So. Hat sogar richtig viel Fleisch. Wir gehen zu Hause vorbei. 2 Stunden 22. Ja, spart ein bisschen Zeit. Haben dadurch ein bisschen Hunger gekriegt. Und dadurch jetzt auch noch Nebel abbekommen. Es ist doch nicht wahr. Egal, wir bringen das Zeug jetzt als allererstes kurz mal nach Hause, lagern uns ein. Und hoffen, dass dann der Nebel einigermaßen verfliegt. Das Gute ist bloß, dass der Nebel jetzt hier aufgetreten ist in einem Gebiet, wo wir uns einigermaßen auskennen. Wir müssen jetzt nur diesem Schild hier folgen. Also, jetzt hier so links am Schild vorbei, ne, ihr versteht schon. Und da drüben, wo es dann irgendwann mal plötzlich geradeaus nicht mehr weitergeht, biegen wir links ab. Das ist eigentlich einer der leichtesten Punkte, die man sich so merken kann. Vor allem das Gute ist, dass hier in dem Gebiet hier halt, das ist halt auch einigermaßen einprägsam. Hier wechseln sich wenigstens die Bäume mit den gefällten Bäumen ab. Und man hat hier so einen Weg, wo man so alleemäßig, ne, also so eine Art Straße, so eine Holz, nicht Holzstraße, also ihr wisst, was ich meine, so eine Waldarbeiterstraße, da läuft ein Hirsch, ein Rehlein. Ich habe es gerade eben gehört und war deswegen aufgeschreckt. Man kann sich ja einigermaßen gut zurechtfinden. So, heute ist das Gebiet in der anderen Richtung mal dran. Zumindest ist das so geplant. Ich möchte gerne, wir haben auch Gebiete hier am Rätselsee, die haben wir noch gar nicht untersucht. Und die sind alle auf der anderen Seite des Flusses, der zum Rätselsee hinführt. Da ist ja auch noch mal so ein Jagdstand und den haben wir auch noch nicht angeguckt. So, demnächst müssen wir jetzt mal nach links. Bin mir aber gerade noch nicht ganz schlüssig, ab wann. Ich gehe jetzt einfach mal hier stur geradeaus. Ja genau, hier müssten wir jetzt nach links. Beeilen wir uns mal. Irgendwo hier war auch noch Holz. Aber ich glaube, das werde ich jetzt im Nebel tendenziell nicht finden. Der Nebel neigte dazu, einem die Sicht zu rauben. Und manchmal auch den Verstand. Wenn man trotz Nebel irgendwo in die Pampa läuft, dann weiß man, der Nebel hat auch den Verstand geraubt. Oh, da ist ja das Holz. Ja, so kann man sich irren. Das ist ja schön. Tannenast. Ja, ich habe Hunger, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nebel ist immer noch da. Wer ist ein Hundefutter? Dann ist das Hundefutter auch weg. Ja, und ein Wasser mangelt es langsam aber sicher auch. Es war gut, dass wir einen halben Liter uns gestern noch gemacht haben. Sonst hätte das ein bisschen unangenehm werden können. So, ich würde mal sagen, wir nehmen das hier Holz hier auch noch mit. Wir werden es früher oder später brauchen. Holz kann man nie genug haben. Oh, und damit ist auch der Nebel weg. Fantastisch. Das bedeutet, wir laden aus. Hier rechts um die Ecke. Und können dann unseren Pfad fortführen. Das Problem ist bloß, wir werden früher oder später mal anhalten müssen, um uns irgendwo was zum Trinken zu köcheln. Da führt kein Weg dran vorbei.
Das Gute ist an unserer Hütte auch nicht. Da müssen wir immer voll in die Pampa. Aber man hat es wenigstens privat, ne? So separé-mäßig. Genau, da ist es Home Sweet Home oder Bunker Sweet Bunker. Ausgezeichnet. Und ja, Vorratsbunker. Ich wünschte, man könnte ihn selbst benamsen. So, wir nehmen erstmal das ganze Holz an uns. Laden dafür dann aber hier das ganze Fleisch aus. Dann tue ich das ganze Holz. Ah, nee, das ist ja das Thalienteil. Wisst ihr was? Tun wir da rein. Ups. Dann nehme ich... Soll ich 4 von dem Holz mitnehmen? Nee, ich lege mal hier so als Shortcut 2 hin. So, dann wird es hier getrocknet. Ebenfalls ablegen. Und irgendwo haben wir auch noch Federn gehabt. Falsch. Richtig. So, da kommt nämlich jetzt das Federzeug hin. Genauso wie das da. Und das da. Da könnten wir eigentlich sogar noch Holz reintun. Ist egal. Ist egal. Ich möchte noch das angefangene Wasser mitnehmen. Das ist gut. Und den Rest lassen wir da. So, dann geht's auch schon wieder weiter. Ich weiß, wir haben nicht mehr, aber wir werden irgendwas finden. Ich bin da guter Dinge. Wir werden da schon was finden. Den Steffen hält so schnell nichts auf. Der hat es immerhin auch auf 200 Tage gebracht. Ist extrem lustig, wenn ich bedenke, wie schnell man eigentlich die ersten 100 Tage hätte erreichen können nach der Erfahrung mit Malte Torben. Und danach habe ich das jetzt ja auch hier mit für die nächsten 100 Tage, also auf die 200, mit Steffen so gemacht. Indem du halt einfach wirklich konsequent, ja, fast schon hedonistisch lebst. Oh. Commander Wolfskin ist da. Ich hoffe, dass wir ihn umgehen können. Ist halt schon ärgerlich, dass er halt die ganze Zeit da rumläuft. Er bewacht mehr oder weniger so direkt die Auffahrt. Das Köterchen. Ich wünschte, er würde doch irgendetwas abgelenkt werden oder vor uns angstvoll fliehen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir dann doch hier entlang schleichen. Hallo, du kleiner Wolf. Ich mache was absolut Legales. Ich versuche dich links zu überholen, indem ich langsamer bin als du. Wie gesagt, ich hoffe, dass er demnächst einfach mal abbiegt in irgendeine Richtung. Wenn ich etwas jage, dann mit Vorliebe. Mit Vorliebe dann doch eher Rehe. Ich denke gerade eben darüber nach, wie viel Munition wir eigentlich gefunden haben. Wir haben ja in einer der letzten Folgen tatsächlich oben am Aussichtspunkt nochmal 5 Schuss Munition gefunden. Und dann nochmal eine einzelne Patrone woanders. Ich glaube, ich habe mit Steffen über 50 Schuss gefunden gehabt insgesamt. Ich glaube, also man könnte es nachvollziehen, wie viel ich jemals gefunden habe, aber wissen tue ich es natürlich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, das war schon eine ganze Ecke Munition. So, da drüben ist ein Reh. Das deutet darauf hin, dass er kein Wolf ist. Und wir folgen jetzt mal dem Reh da hinunterwärts. Denn genau da will ich... Ach, ernsthaft, wir haben doch gerade eben erst was gegessen. Zumindest glaube ich das. So, die gute Dosenmilch. Die letzte welche. Die höchstwahrscheinlich letzte welche. Es wird nie wieder Dosenmilch geben, weil es keine Kühe gibt. Die Rehe lassen sich nicht melken, die rennen weg und wir können sie nicht berühren. Sie sind körperlos, wie ich auch im Stream bewiesen habe, da ist eins durch uns durchgerannt. Wir können sie nicht melken, weil sie geisterhaft sind, aber ihr Fleisch können wir essen, das ist komisch. Wir müssen sie erst erschießen, die körperlosen Wesen, um sie dann ausnehmen zu können. Das ist eine sehr, sehr unheimliche Physik. Ja, ich mache nur meinen Spaß, Leute, nicht ernst nehmen. Ich liebe solche Sachen, da mich so zu beäumeln. Damit kann ich mich selbst stundenlang unterhalten, indem ich darüber nachdenke, über so sinnlose Sachen. Wir könnten jetzt natürlich hier diesem Fluss folgen, das machen wir aber nicht. Weil das wäre zu einfach.
möchte da drüben lang. Um diesen Felsen rum. Da drüben wäre jetzt der Staudamm. Man kann ihn sehen. Ganz genau. Und dann gehen wir jetzt mal hier so voll in die Pampa. Und irgendwo hier in der Pampa müsste es ja dann auch noch was geben. Oh Gott, wie dicht hier die Bäume stehen. Warum haben sie es nicht gleich so dicht gemacht, dass sie als natürlicher Wall dienen? Oh Mann. Wo komme ich jetzt hin, wenn ich hier drüber gehe? Hallo? Einfach nur auf eine höhere Position. Wir sind aufgestiegen. Wir sind soeben wir wurden auf eine höhere Ebene befördert. Also, ja, wir haben eine Beförderung erlitten. So, durch massiven Einsatz gegen die Schwerkraft. Mit unseren Beinen. Das haben wir allein mit unseren Beinen geschafft. Von wegen mit Köpfchen. Das Köpfchen hat gesagt, komm, Alter, lass stecken. Das brauchst du gar nicht versuchen. Geh nicht da hoch. Das wird sich eh nicht lohnen. Aber die Beine haben gesagt, doch, das machen wir. Und es hat sich am Ende moralisch für uns gelohnt. Genau, also ich da gleich irgendwie hinunter. Aber nicht fallen. Bitte nicht fallen. Tun Sie mir den Gefallen, ohne zu fallen. Oh. Da ist ja Fressalien-Time. Mal gucken, ob wir den erschrecken können. Oder ob der einfach nur angreift. Es knurrt. Hier waren wir noch nicht. Nein, ich will das nicht kaputt machen. Noch mehr Gewehrmunition. Wir hatten es gerade eben erst davon. Und nochmal eine Einmannpackung. Erstes Hilfeset. Verband. Alter, was willst du denn von mir? So. Der knurrt noch nach, nachdem er getötet wurde. Das Vieh geht mir jetzt schon auf den Zeiger. So, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen Fleisch machen. Gemein ist, wir sehen das hier, dieses Militärpäckchen. Das wurde schon benutzt. Zu meinem Verdruss. So, das erste, was wir jetzt machen, ist natürlich den Kollegen uns hier anschauen, ob der da noch was drin hat. Der hat gerade erst angefangen zu fressen. 9 Kilo Fleisch. Geilo. Ich nehme nur das Fleisch in diesem Fall. Alles andere will ich gerade eben nicht. So, ausgezeichnet. Gibt's hier eigentlich auch Holz? Ja, da drüben, wunderbar. Ja, wir holen uns erstmal das Holz. Es kann gut sein, dass wir jetzt hier noch übernachten müssen. Bin gerade eben, ehrlich gesagt, am Überlegen, ob das nötig ist. Das Gemeine ist, dass es jetzt auch noch stürmt. Also wenn ich übernachte, dann übernachte ich definitiv da, wo es einigermaßen windgeschützt ist. Mit jede Menge Holz, was ich bekommen kann. Ja, ich weiß, dass wir hungrig sind. Aber erst muss Holz her. Und wir haben nur noch 3 Stunden. Und ja, ich weiß, ich könnte zum Bunker gehen, aber warum? Wir haben doch so einen geilen Schlafsack. Den baue ich jetzt bei unserer Aktion, die ich jetzt hier vorhabe. Vor allem, weil wir jetzt hier 12 Grad gefühlt haben. So, erstmal essen wir hier was. Dann pfeifen wir uns Traubenlimo rein. Dann trinken wir noch was hinterher und dann wird gebrutzelt. Machen wir heute mal ein auf Survival. Das Problem ist, ich muss eine Stelle finden, wo ich das machen kann. Also es muss eine Stelle sein, die windgeschützt ist und gleichzeitig begehbar. Daran könnte diese Sache jetzt hier gerade eben scheitern.
Okay. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ein bisschen ärgerlich, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ich wollte jetzt ja ganz romantisch bei diesem Schießstand hier schlafen. Moah. Geh mal doch in die Richtung wieder. Wenn wir nicht dürfen an der Stelle. Ich hätte es ja gemacht. Aber die Programmierung des Spiels erlaubt es mir nicht, Schnief. Das finde ich gemein. Weil ich wollte jetzt auch unbedingt die Zeit sparen. Ich wollte jetzt da nicht nochmal morgen hierher kommen müssen und so. Nee. Oder Moment, geht's vielleicht hier? Das hier sieht doch auch nach so einer schönen Stelle aus. Feuer machen? Jawohl. Na also, geht doch. Fein, fein, fein. Oh, da haben wir sogar nur 95%. Bin mal gespannt, ob wir mal wieder scheitern. Das ist ja mal wieder ein Novum. Wahnsinn, es ist passiert. Ich bin begeistert. Wir schaffen es natürlich bei 95%, Leute, zu scheitern. Ich weiß gar nicht, wie oft das Ding würfelt. Ich habe manchmal das Gefühl, das würfelt alle 5 Sekunden. Komm, scheiter, 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 scheiter. Und, also statt nur einmal, ne? Und der Balken entscheidet sich dann halt einfach, weil alle 10 Sekunden nochmal zu würfeln. Dann kannst du alle 10 Sekunden scheitern und dann sind das natürlich keine 95% mehr, weil dann addieren sich ja die Negativprozente auf. Das könnte erklären, warum man bei negativen, also bei zu geringen Chancen quasi ja, häufig scheitert. 50%. Ja. Und man gefühlt einfach häufiger als 50% hat. Aber das kommt mir manchmal vielleicht auch nur so vor. So, mal wieder in draußen schlafen. Wie ein großer. Oh, kacke, 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 kacke. Tannholz, Tannholz. 7 Stunden. Und wir brauchen was zu trinken. Und zwar schnell. Das muss ja auch noch sein. Kochen wir das jetzt? Ah, ne, ich dachte gerade eben die ganze Zeit, warum kochen wir das nicht? Jetzt ist klar, warum. So, schmelzen und danach auch noch kochen. Und dann machen wir das restliche Fleisch. Und ich glaube, dann ist auch schon wieder ein Großteil der Nacht rum. Ich hoffe, dass wir die Nacht auf jeden Fall überstehen. Und nicht irgendwie auf irgendwelche Probleme stoßen, die nicht sein müssen. Ich mag Probleme nicht, die nicht sein müssen. Die sind so ein bisschen überflüssig. Schon per Definition. Ja. Wir werden 4 Stunden ohne verbringen müssen. Wenn es da jetzt nicht gerade den Sturm aus der Hölle gibt, sollte das überhaupt kein Problem sein. Ich werde auf jeden Fall erstmal so lange schlafen, wie es wie das Feuer es mir maximal erlaubt. Und danach mal schauen, wie die nächtliche Temperatur ist. Man muss das ja einschätzen, ne? Das ist ja alles gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir das. Ich muss sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen. Nee, ich würde das nicht erhitzen müssen. So, Schlafsack. Da, dann wird es hier gegessen. Machen uns auf jeden Fall wappensatt. Will nicht, dass wir noch irgendwelche anderen Schadwirkungen potenzieller Art in der Nacht noch dazukommen, die wir jetzt nicht brauchen können. Wenn wir jetzt schon so einen risikobehafteten Schlaf machen. Das Ding ist jetzt noch 4 Stunden. Gefühlt, Moment, ja, können wir gerade eben wenig sagen. Wir schlafen jetzt erstmal 4 Stunden. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben einen Reh gehört. Im Schlaf. Da rennt's rum. Es hat noch eine Stunde vor sich. Wir haben hier noch 61 Grad. Wir schlafen noch mal eine Stunde. Ich frage mich, ob das Reh gerade gespawnt ist.
immer noch gefühlt 60 Grad. Ist ja hardcore. Ja, wir trinken jetzt auf jeden Fall. Oh, Moment, wir essen kurz mal hier diese Kleinigkeiten noch. So. Ich will jetzt ganz, ganz kurz mal abwarten, was passiert, wenn das jetzt hier komplett weg ist. Eine Minute will ich noch abwarten. Oh Gott, jetzt passiert das, was ich befürchtet habe. Es passiert das, was ich befürchtet habe. Und wir sind hier nicht windgeschützt. Wir sind hier nicht windgeschützt. Das ist nicht gut. Ich geh mal ein Stückchen weg hier. Schon haben wir minus 21 Grad. Das schaffen wir auch mit dem Bärenschlafsack nicht. That's not good. So viel dazu. Willst du einmal ein Abenteuer erleben, dann kriegst du eins. So. Das Schlimme ist, diesmal habe ich keinen Kaffee dabei, um mir das Leben zu retten, falls es dumm läuft. Und hier wäre es eigentlich ganz okay. Hier ist gut geschützt. Hier könnte man überdauern. Ich würde es wagen. Minus 11 Grad an der Stelle. Ich schlafe mal eine Stunde. Sehen wir es gleich. Ob das hier was wird oder nicht. Ah, minus 12 Grad. Wir schlafen nochmal eine Stunde. Wir schlafen jetzt Stunde für Stunde, um zu gucken, wie kalt es wird. Das Problem ist halt auch, dass der Wind drehen kann. Minus 13, aber es wird schon heller. Aber ganz im Ernst. Wir haben uns schon wieder das Handgelenk verstaucht. Es hört einfach nicht auf mit diesem Handgelenk, Leute. Es hört nicht auf. Der Handgelenkstalker geht rum. So, ich gucke jetzt mal in dieses Jägerhäuschen rein. Dann wissen wir wenigstens, wo wir einigermaßen sind. Wenn wir Glück haben, hört es dann auch relativ schnell wieder auf. Vielleicht sind wir da auch windgeschützt. Ein Windschutz wäre mir gerade eben sehr, sehr lieb. So, wichtige Frage. Windschutz? Ja, nein, vielleicht. Nein. Doch. Hier gibt es Windschutz. Was passiert jetzt? Okay, ich bin... Hallo? Wir haben keine Hagebutte mehr. Verdammt. Schlafsack. Was passiert, wenn ich jetzt schlafe? Werden wir durstig. Solange es nur durstig ist, ist alles gut. Die Temperatur geht immer weiter runter. Wir gehen zum Damm, Leute. Es hat so keinen Sinn. Wir sind nicht bewaffnet, haben keine Medis mehr. Und es ist bösartigster Sturm, liebe Leute. Auf zum Damm. Und das machen wir in der Folge noch, weil ich jetzt gleich eine Aufnahmepause machen muss. Und ich es ansonsten nicht hinbekomme. So. Brücke finden, finden wir auch den Damm. Irgendwo hier in der Gegend muss es sein. Ich kenne diese Stelle hier, habe ich schon mal eine Nacht in einem Sturm verbringen müssen. Unfreiwilligerweise. Und da war Kaffee der Lebensretter. Denn er hat dich warm gehalten wie eine liebende Mutter. Steffen, es war ja nicht Steffen, es war ein anderer Charakter, der namenlos blieb. Es war einer meiner Testcharaktere.
Hallo? Gibt's hier irgendwas umsonst? Ich fände zum Beispiel mal einen Unterschlupf total super. Das hier sieht doch so aus. Jo. Dann weiß ich auch, wo wir sind. Boah, überall knarzt's jetzt. Aber wir sind da. Carter Staudamm, ich komme! Und damit, liebe Leute, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, es war mal ein Versuch, aber das Wetter hier im Rätselsee macht uns mal wieder so einen Strich durch die Rechnung. Und diese ewige Handgelenkverstrauchungskiste. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.